Egal wo oder wie schnell du rennst, am Ende rennst du immer nur gegen dich selbst. Was hörtest du mich? Ich will noch mal. Weißt du überhaupt, wo wir sind? Nein, ne? Ist doch scheiße, ey. Ich muss noch was für Anna abholen. Ja. Warum willst du verlieren, ne? Ach komm. Warum? Hör auf! Du verstehst mich nicht, ne? Wir haben uns seit einem gefühlten Jahr nicht mehr gesehen. Und das gibst du mir? Gefühlt? Ich bin doch jetzt da, du Empathie-Ass. Wolltest du das hier überhaupt? Sogar Anna hört nichts mehr von dir. Willst du vielleicht noch irgendwie mitkommen, Tee trinken oder so? Bevor wir fahren? Anna wird sich sicher freuen. Ja, das glaube ich. Du kommst zu spät. Willst du einen Kaffee?
Alles gut, danke. Oder ein Kaugummi. Ja, genau, halt's Maul. Tee mit Honig? Komm schon, Tee. Sau lecker, oder? Glaube ich. Mir geht's gut, danke. Und die Aushilfe, die mich vertritt, kann kein Französisch und keiner in der Familie kann Englisch. Der Vater kann doch. Ja, kann er so halb irgendwie, aber der will halt nicht mit dir reden, das ist so ein Wichser. Vielleicht ist er zu stolz. Ja, der hat Angst, dich von Fremden helfen zu lassen, keine Ahnung. Ich bin doch nicht fremd. Egal. Also, Martin meint... Martin, nein, du! Mann, du hast dein eigenes Leben, ja? Und der ist doch erwachsen, also der muss doch irgendwie seine Familie alleine versorgen können. Martin meint, ich soll nochmal hinfahren. Das klären oder so. Warum? Keine Ahnung, damit es nachher keine Probleme gibt oder so. Mann, du bist 6 Monate weg, ja? Nicht für immer. Keine Ahnung. Das war alles nicht so leicht in letzter Zeit. Vielleicht musst du einfach sicher sein, dass der alleine klarkommt. Weißt du, wenn du einfach gehst, so kaltes Wasser und so. Willst du noch einen Kaffee? Ja, aber diesmal mache ich ihn deiner war scheiße. Kaltes Wasser und so. Und jetzt? Der Kaffee braucht noch ein paar Minuten. Schafft Martin den Umzug alleine? Ich kann dir sonst auch helfen. Nein, ich helfe ihm. Er hat sich extra freigenommen dafür. Also wenn du meine Freundin wärst, ja, dann müsstest du keinen Finger krumm machen. Du und deine Ärmchen beim Umzug. Ich weiß. Dich würde ich trotzdem noch platt machen. Hi. Hey. Wie läuft dein Umzug? Was? Willst du einen Kaffee?